Ein größeres Auftragsvolumen bei weniger Verfahren. Landeshauptmann Kompatscher hat die Bilanz der Landesvergabeagentur vorgelegt und dabei die Verringerung der Bürokratie hervorgehoben. Wir hatten im abgelaufenen Jahr 2018 Aufträge, ausgeschriebene Aufträge von 1 Milliarde 374 Millionen Euro. Das sind noch einmal deutlich mehr als in den vorangegangenen Jahren. Mit dem Fachausdruck heißt es Abdrift und besteht darin, dass gespritzte Pflanzenschutzmittel auch auf nicht vorgesehene benachbarte Flächen und Wege landen. Pflanzenschutzmittel sollen also möglichst genau dort landen, wo sie hingehören, nämlich auf die zu schützenden landwirtschaftlichen Anbauflächen. Die Landesregierung hat nun zusätzliche Bestimmungen zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln beschlossen. Die Neuigkeiten sind die, dass wir jetzt verpflichtend ab 2020 abdriftmindernde Düsen, die sogenannten Injektordüsen, vorschreiben werden. Also sie sind jetzt vorgeschrieben und zwar für alle, sowohl für Obstbau wie Weinbau, aber auch für alle Anbaumethoden. Also nicht nur für die integrierte Produktion, sondern auch für die Bioproduktion und auch für den biodynamischen Bereich, also für alle, die Pflanzenschutzmittel im Obst- und Weinbau ausbringen. Jetzt hat man gesehen, dass die Abdrift immer mehr zum Thema geworden ist und somit braucht es hier auch ein Umdenken und deshalb wieder hin zu einem grobtröpfigeren Ausbringen, also zu schwereren Tropfen, die wo es sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass es eben auch zu unerwünschter Abdrift kommen kann. Ehrenamtliche Organisationen und Vereine zur Förderung des Gemeinwesens haben nun Zugang zum Fonds für den sogenannten dritten Sektor, der vom Staat im Zuge der Reform 2017 geschaffen worden ist. Die Landesregierung hat den ersten öffentlichen Aufruf zur Antragstellung genehmigt. Zur Verfügung stehen insgesamt 671.320 Euro.